Moin, ich bin Klaus und bin hier an der Nordseeküste in Tönning am Wattenmeer. Das Wattenmeer ist weltweit einzigartig in seiner Größe und Ausdehnung und ist deshalb Nationalpark und sogar Weltnaturerbe. Wir sind hier in Tönning, das ist auf diesem Relief ungefähr hier. Und wir stehen am Multima Watt Forum, am Nationalparkzentrum. Ich möchte euch gerne damit hineinnehmen, kommt doch mit. Jetzt sind wir im Multima Watt Forum auf ungefähr 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Kannst du hier Wissenswertes über den Nationalpark, übers Wattenmeer, übers Weltnaturerbe kennenlernen. Du kannst hier tatsächlich auch mal die Ärmel hochkrempeln, so wie hier. Dann vorsichtig dem Seestern guten Tag sagen und ja, der fühlt sich ziemlich rau an. Wir sind jetzt hier im Multima vor dem größten Becken und das Becken ist so groß, da haben wir sogar einen Taucher drin. Hallo Timo, was machst du in diesem Becken? Ja, ich würde hier auch die Bodenlebende bzw. Bodennagetiere, dass die auch ein bisschen Futter bekommen. Dieses Becken hat ja eine riesige Scheibe. Wie dick muss die sein, damit die nicht hält, damit die das hält? Ja, vielen Dank und viel Spaß noch beim Füttern. Was für ein Koloss. 17,5 Meter lang, 40 Tonnen schwer. Ein Pottwal, einer der größten Zahnwale, die wir kennen. Dahinter der kleinste Bartenwal, den wir kennen, ein Zwergwal oder Minkewal. Gleichzeitig gibt es hier noch mehr über Schweinswale in der Walausstellung zu erleben. Wir freuen uns, wenn du hier ins Multima nach Tönning kommst.